Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Wir sind mittendrin. Wir haben ein bisschen was vor. Und ich würde gerne mal etwas trinken, einfach um unser Wasservorrat ein bisschen aufzufüllen. Da müssen wir auch mal ein bisschen drauf achten. Hier Energie ziehen wir ein bisschen hoch. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Roasted Meat, um Essen hochzutreiben. Vielleicht nochmal das Ganze. Das läuft eigentlich ziemlich gut. Wir müssen nur gucken, weil ich habe eigentlich nicht mehr so viel Fleisch. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Da bin ich mir sicher. Ich würde jetzt gerne erstmal schauen, dass wir unserem Kram hier ein bisschen ablegen. So in etwa. Und wir gucken mal, dass wir uns ein Schiff schnappen. Das da zum Beispiel. Der Raiding Outpost, den will ich nicht. Die Anthian Destiny. Vielleicht weiß ich noch nicht, was wir davon haben, wie groß die ist. Ich würde mir gerne erstmal den Kollegen hier schnappen. Das ist recht nah und es scheint viele Triebwerke zu haben und wir wissen, wie sehr ich auf Triebwerke stehe. Und ich würde das Schiff gern übernehmen und zur Station bringen zum Abbauen. Einfach um zum einen an die Ressourcen zu kommen und zum anderen das gefällt mir doch schon sehr gut. Was bist du? Wo ist deine Brücke? Ist das so rum? Wo ist denn da vorne? Wo ist denn da hinten? Oh, ich glaube, ich breche da durch die Tür. Ja, ich glaube, die mögen uns gleich nicht mehr. Aber hey, wir können jetzt auch nicht mit jedem Best Friend werden, oder? Guck mal, wenn das nicht toll ist. Jetzt übernehmen wir noch diesen Stuhl. Gucken mal, dass wir diese Schusswaffe hier abbauen. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, was haben wir so an Bord? Natürlich nichts. Warum auch? So, die Trägheitsdämpfer machen wir gleich mal an. Jetzt schauen wir mal. Zack. Ich hätte gern einmal alles auf mich übertragen. Jetzt sollte ich das Schiff eigentlich Richtung Basis steuern können. Das ist ein großes, krasses Schiff. Mit viel Waffen, da werden wir eine Menge Spaß dran haben. Ich glaube, das wird eine super nice Geschichte. Apropos, wo ist meine Basis? Die ist doch hier irgendwo, oder? Okay, da unten. Da muss ich mal ein bisschen mit der Maus hier hantieren. Da ist Antenne und da ist Eisen. Das sieht nach unserer Basis aus. Dann bringen wir die nämlich zum Raumdock und lassen das Schiff da abbauen. Das finde ich ganz clever von uns. Schiffe klauen. Also was heißt klauen? Wir behalten sie schon irgendwie bei uns und es kommt ja auch irgendwie dem großen Ganzen zugute, ne? So, langsamer werden, langsamer werden, langsamer werden, bitte. Oh, hier wird nicht gekämpft. Wer will denn sowas? Ah, ich sollte mich mal drehen.
Sekunde, wir haben es gleich. Ich habe mich nur gerade gefragt, warum der Hangar auf der rechten Seite ist. Nicht auf der rechten Seite ist. Was ist natürlich alles eine Frage der Perspektive, nicht wahr? Und schaut mal, die haben Schilde. Das heißt, wir können denen die Schilde abluchsen hier. Na, wenn das nicht was wird. Haben wir einfach einen Kreuzer geklaut. Okay. Vielleicht kann ich das hier schon mal ein bisschen runter boxieren. Flugmodus schweißen vor demontieren und das Ganze auch mit den Blöcken. Genau. Dann sagen wir jetzt, dieses Schiff gehört niemandem, indem wir hier reingehen und ich sage Inventar, Bedienfeld und ihr alle gehört niemandem. Jetzt müsste das Schiff oder müsste die Station gleich anfangen zu schweißen, Schrauben. Zu Schraubschweißen. So. Warum machen die nichts? Was soll das? Flugmodus. Demontieren. Mach was. Gut läuft. Und sagen wir hier auch demontieren. Und schon wird das Schiff demontiert. Ist das nicht toll? Die haben hier unten sogar einen Hangar drin. Das ist interessant. So richtig mit Hangar und schon cool. Da kann mein kleines Schiff gar nicht mithalten, ne? Und da ist noch ein Hangar. Ich möchte schon wissen, was da drin ist. Okay, da ist ein hypothetischer Hangar drin. Also hier kann ich hypothetisch Schiffe reinsetzen. Cool. Ist schon eine nice Konstruktion, ne? Das kann man nicht anders sagen. Oh. Der Hangar ist fertig. Das gefällt mir gut. Dann können wir nämlich den hier schon mal andocken. Nein. Zack. Und hier die 6 hin. Ja, guck mal, die anderen, wenn wir den da hinsetzen, das wird passen. Ich glaube wirklich, das kann richtig grandios werden. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben hier unten die, die Glasfacetten noch fertig. Dann kann man hier durch das Promenadending laufen und kann das im Bau befindliche Schiff betrachten. Und dann natürlich mit dem Fahrstuhl, den wir hier noch bauen wollen. Weil Fahrstühle so wunderbar funktionieren. Ups. Ah, okay, hier fehlt nämlich... Verstehe. Kann man hier das Schiff auch noch schön betrachten? Na, das wird geil. Bin ich überzeugt von. Eine B60. Die mopfen wir uns. Vergiss die Destiny.
Wir holen uns den B60. Halt. Bevor ich jetzt wieder wegfliege. Weil der B60 ist übrigens das große Schiff, was wir am Anfang gemobst hatten, wo die ganzen Ressourcen drin sind. Und das wäre für uns so ein unglaublicher Vorteil. Wenn wir die Ressourcen auch noch stibitzen könnten. Ich hoffe nur, dass das Schiff dann auch hier bleibt. Aber ich denke, das wird. Warum sollte der jetzt despawnen? Das wäre ja ziemlich unsinnig. Zumal, wenn er gerade an der Basis steht und abgebaut wird. Ich sehe ihn noch. Er ist noch da. Nicht, dass ich panisch wäre oder so. Nein, nein, ich doch nicht. Ich bin die Ruhe in Person. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee, um mich zu beruhigen. Ich nenne diese Folge Er sah, er flog, er stahl. Er stahl den Stahl. Und von den Piraten klaue ich ja besonders gerne. Guten Tag. Sie haben da ein besonders schönes Schiff. Das finde ich interessant. Das hätte ich gern gemopst. Brauchen Sie das noch? Die größte Frage, die ich mir gerade stelle. Weil das Ding finde ich sonst immer nur auf dem Boden. Hat das Ding genügend Treibstoff? So, ich würde sagen, wir geben einmal kräftig Gas in die Richtung hier. Und bremsen den Rest des Weges einfach ab. Das Ding ist ein Transporter, die sind nicht besonders wendig, die sind nicht gut bewaffnet. Aber sie haben halt viel Stuff drin und das will ich haben. Den ganzen Stuff. Daraus können wir dann unsere Basis einfach ausbauen, größere Schiffe und so. Es ist einfach, als hätte das Universum gewollt, dass wir einfach unsere Basis weiter ausbauen. Beziehungsweise könnten wir auch mal unser jetziges Schiff vielleicht ein bisschen upgraden. Ich meine, wir haben ja noch das Shuttle an Bord der Station rumdümpeln. Okay, Sekunde. Muss mich wieder einmal drehen. Okay, können wir bremsen? Bitte? Okay. Das läuft ja richtig supi. Vielleicht wollen wir erstmal... Bremsen! Ich glaube, ich möchte hier erstmal raus. Und dann zusehen, dass wir die Waffen hier abgebaut kriegen. Was soll denn das? Immer diese Gewalt. Das sind meine Raketen, die ihr hier verballert. Möchte ich nur mal darauf hinweisen, ja? Daran habe ich natürlich nicht gedacht, dass die beiden Feinde sind. Verdammte Hacke. Ja, Inventory full, bla bla. Erzähl mir was Neues. Irgendwas, was ich noch nicht weiß. Wir haben hier zwei Schiffe, die sind damit beschäftigt, einfach einen Haufen Sachen abzubauen. So. Den Raketenwerfer will eigentlich auch keiner mehr so richtig.
Wir gucken gleich mal in die Raffinerien. Vielleicht haben wir tatsächlich ein bisschen was abgreifen können. Von den Ressourcen hier. Haben wir? Haben wir. Fliegen wir mal hier rein in den alten Hangar. Huch. Wir haben wieder Eisen. Na, das ist doch geil. Das bedeutet, wir sollten jetzt auch wieder ein paar Torpedos bauen können. Beziehungsweise alles, was das Herz begehrt. Davon auch noch ein bisschen und davon. Und hiervon. Davon natürlich auch. So, dann müssten wir hier mal noch eins nach unten auf Etage 2. Guten Tag. Achso, Etage 1. Cool. Attacke. Schauen wir mal, wie weit der Hangar ist. Schon echt weit. Das finde ich nice. Wenn der hier fertig ist. Boah. Das wird richtig geil. Wir sollten jetzt genug Ressourcen gesammelt haben. Gucken wir mal durch. Hier haben wir 15.000 Eisen. Hier dümpeln auch noch ein paar K. Von allem rum. Aha. Ich kann euch auch nicht sagen, wie viel wir von allem so insgesamt gesammelt haben. Hier haben wir auch nicht so viel drin. Ich möchte gerne mal wissen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas Cooles haben. Bauen wir das Schiff eigentlich noch ab oder gucken wir nur blöd zu? Ich frage für einen Freund. Okay, anscheinend bauen wir zuerst das Ding ab. Aus Gründen, die keiner so richtig versteht, aber die trotzdem wichtig genug sind, um sie zu respektieren. Oder so ähnlich. Was haben wir denn hier? Wenn wir mal gucken, so bei Interieur. Ne? Wir haben hier viele Möglichkeiten. Mittlerweile, durch diverse Mods und DLCs, was so Dekoration angeht, ein bisschen was an der Einrichtung zu machen. Haben wir da vielleicht was zum Benutzen? Frag mal offen in den Raum. Sowas könnten wir hier machen. Das Problem bei sowas, finde ich immer, ist, wir haben dieses Problem A, mit dem Belüften und B, mit so Ecken und Kanten, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil die sind schon sehr nice. Die gefallen mir echt gut. Ich würde einmal den hier nehmen und gucken. Aha.
Okay, brauche ich interne Panzerung für. Das war schon fast klar. Gucken wir mal. Interne. Zack. Nehmen wir uns hier ein bisschen was mit. Das sollte erstmal reichen. Ich möchte ja auch ein bisschen Fortschritt zeigen, ne? Zack. Hier geht's weiter, da geht's weiter, hier und hier. So, und da kommt der Fahrstuhl hin. Wir haben doch hier bestimmt noch irgendwie irgendwas Cooles. Hier Passenger Field zum Beispiel. Aha. So. Und ein Cargo-Zugang. So. Einmal Cargo-Zugang. D-Cargo. Vent. Finde ich eigentlich ganz nice. Ist die Frage, wie wir das so verpackt bekommen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel Door mal nachschaue, ne, was wir so an Doppeltüren haben. Tür. Schauen wir uns mal die hier an. Die sieht doch ganz schick aus. Oder? Ich finde die nice. Die passt hier ganz gut rein. Jetzt gucken wir uns mal unser Solardings an. Da wollen wir uns nämlich die Dinger als Fenster gerne setzen. Habe ich mal gehört. Zack, 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 zack. Und hier. Erstens produzieren wir damit wieder ein bisschen Strom. Es ist jetzt nicht Unmengen viel Strom, was wir da machen, ne? Das sehe ich ein, das ist vollkommen logisch. Aber wir machen damit Strom. Und wenn es nur ein bisschen ist. So, hier kommt die zweite Tür. Dann kommt hier die 7 hin. Und hier ein Lüfter. Weil ich Lüfter cool finde. Eine Entlüftungsanlage. Na, wenn das nicht toll ist. Energy low. Und wenn die hier Luft macht. Beziehungsweise dürfte sie das eigentlich gleich. Wenn ich hier und hier einmal zumache. Jawohl, haben wir hier sogar atembare Luft, weil hier mit einem Schild vor geschützt wird. Ja, das ist schlecht. Da kommen schon wieder irgendwelche Reaver, aber wir sollten da eigentlich mit den Waffen nach unten geschützt sein. Wenn ich jetzt bei Waffenblöcke einmal schaue, was wir noch an Waffen benutzen könnten.
möchte ich sagen, ist das das Maximum, was ich hier raushauen kann. Ich könnte noch die Gur-Ults Death-Kanon mit reinbringen. Weiß ich aber nicht, ob die dann so sinnvoll sind. Da kommen sie auf uns zu mit hoher Geschwindigkeit. Zack, setzen wir uns einmal. Ich sollte an dem Schiff vielleicht noch einen Köder anbringen. Aber unsere gemeinsamen Waffen feuern schon. Und da ist das Schiff auch schon kaputt. So muss das, Freunde. Genau so und nicht anders. Fliegen wir hier wieder ein bisschen ran, um hier Reparaturen und dergleichen fertig machen zu lassen. Zack. Jetzt hier wieder einmal raus. Die Schiffe werden immer noch auseinandergenommen. So muss das sein. Hier hinten geht es auch langsam rund. Ich würde hier aber auch gerne noch eine Reparaturstation reinnehmen lassen. Zack. Den Rest sollten die anderen Reparaturstationen und so weiter machen. Genau, Bedienfeld. Das Ganze machen wir an. Das Ganze machen wir im Flugmodus. Weißen. Wunderbar. Sollte das auch hier vorangehen. Ach, das wird doch langsam. Die Gua-Ult-Kanonen sind auch schon installiert. Die finde ich am interessantesten. Wie aber der Ausbau der Basis weitergeht, was wir hier aus der zweiten Etage machen, wie wir das Ganze handhaben mit der oberen Etage, mit den Schiffsdocks zum Beispiel, Die ganze Abbaugeschichte und das, die Andock-Manöver hier bei dem Mittelteil, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ja, wir haben hier gut geschuftet. Da muss ich mir allgemein was überlegen. Aber gut, dazu sollten wir uns nächstes Mal den Kopf zerbrechen. Nicht jetzt. Und würde sagen, bis dahin, haut rein, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschüss.